Mut und Ehre. Oh, Jarods Mission. Seit Maiv Gul'dan im Verlies der Wächterinnen nachgestürmt ist, haben ihre Schwestern unter den Wächterinnen sie überall gesucht. Da uns nur wenige Wächterinnen verblieben sind, habe auch ich mich der Suche freiwillig angeschlossen. Ich hoffe, ich finde in der Rabenwehr Hinweise auf ihren Verbleib. Diese Festung wird gut bewacht. Ich werde Hilfe brauchen, um dort einzudringen. Helft mir, sie zu finden, und ich werde euch großzügig entlohnen. Beim Mausoleum des Hauses Rabenkrone. Bleibt immer treu, mein Freund. Okay, ich ziehe jetzt mal das Zeug an. Reitet mit Jarod Schattensang. Grüße, Soldat. Seid ihr bereit für die Reise zur Rabenwehr? Wir sind bereit. Gute Reise. Hey. Ja, der reitet jetzt direkt mit uns los. Der nimmt uns mit auf seinem... Nachtsäbler? Nachtsäbler, ja. Ist jedenfalls ein Reittier der Nachtelf. Wow. Und er steht ja mit Maiv Shadow Song Schattensang zusammen. Und das ist auf jeden Fall interessant, weil Maiv ist auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingscharaktere in der WoW-Welt. Einfach, weil sie verdammt cool ist und weil ich verdammt früher mit ihr viel gespielt habe in Warcraft 3. Und das hier ist die Rabenfestung. Der reitet mit uns direkt mitten rein. Das Mausoleum des Hauses Rabenkrone. Wie ich befürchtet hatte, Lord Rabenkrones Gebeine sind fort. Okay. Wir beschützen unsere Lieben. Ja, die geschändete Grabstätte, die Dämonen hier in der Rabenwehr und die feindlichen Nachtelfen sind keine Zufälle. Die Legion hat Lord Rabenkrone auferweckt. Mein einziger Meister wandelt wieder unter den Lebenden. Wie wurdet ihr von eurer Schwester getrennt? Maiv und ich wählten... Schattensang, mir fällt gerade auf, das ist ja der Bruder oder was? Oder, gar nicht aufgefallen, ja. Maiv und ich wählten sehr unterschiedliche Lebenswege. Kurz nachdem die Legion das erste Mal aus Azeroth vertrieben wurde, widmete sie ihr Leben dem Streben nach Gerechtigkeit. Manche würden meinen, sie ist in diesem Streben bisweilen zu weit gegangen. Was hat sie getan? In der Hoffnung, unsere Bande mit der Allianz zu durchtrennen, tötete sie Unschuldige. Und dennoch konnte ich es nicht über mich bringen, sie zu töten. Erst dachte ich, dass ich zu schwach war, dass Liebe mir die Fähigkeit genommen hatte, zu tun, was notwendig war. Warum versucht ihr dann, sie zu retten? Ich kenne meine Schwester. Solche Verbrechen hätte sie nie begangen, ohne unter einem finsteren Einfluss zu stehen. Trotzdem ging ich einfach vom Schlimmsten aus, ohne weiter nachzuforschen. Ich habe als Bruder versagt. Doch es ist nur noch Zeit, die Dinge richtig zu stellen. Ich werde euch helfen, Maiv zu finden. Die geschändeten Grabstätte, die Dämonen hier an der Rabenwehr und die feindlichen Nachtelfen sind keine Zufälle. Jo, das... Jarods Mission, ja. Was will die Legion von Rabenkrone? Er ist tot und wurde schon vor 10.000 Jahren beerdigt. Gabe der Wächterin. Kurtalus Rabenkrone. Lord Rabenkrone war ein furchtloser Anführer, ein gestandener Befehlshaber, ein aufrichtiger und ehrenvoller Mann und ein Lehrmeister und Beschützer seines Volkes. Malfurion, Illidan, Tyrande und ich. Wir waren noch jung, als er uns half, unser Schicksal in die Hand zu nehmen. Viele Legenden ranken sich um das Siegel seines Hauses. Lasst euren Blick für einen Moment auf dem Siegel über seiner ehemaligen Ruhestätte verweilen. Danach werde ich mehr über sein Vermächtnis erzählen. Betrachtet das Siegel von Rabenkrone. Ich nur Rabenkrone starb vor langer Zeit. Doch ich werde ihn immer als Mentor verstehen. Das ist das Siegel. Als der Krieg der Ahnen begann, erlitten wir hohe Verluste. Unsere Städte brannten. Lord Rabenkrone rettete unser Volk und unsere Welt vor der Vernichtung. Sein Tod traf uns alle schwer. Wir stehen so tief in seiner Schuld. Lord Rabenkrone. Mut und Ehre.
Die geschändete Grabstätte, die Dämonen hier in der Rabenwehr und die feindlichen Nachtelfen, jojo. Kotalus Rabenkrone, die angreifenden Geister haben von ihrem Herrn und Meister gesprochen. Ich fürchte, dass die Legion Rabenkrone wiedererweckt hat, damit er ihr dient. Welcher Preis für eine solch schändliche Tat bezahlt wurde, vermag ich nicht zu sagen. Gute Reise. Auf Maivs Spur. Das Festungsgelände liegt gleich da vorn. Das Gebiet ist recht weitläufig, aber wenn wir uns aufteilen, sollten wir das hinbekommen. Sucht ihr die Kerkerzellen, die Schmiede und den Wachturm nach Anzeichen auf Maiv ab. Ich werde die oberen Wälle absuchen und treffe euch dann auf der anderen Seite der Festung. Dient immer treu, mein Freund. Die Rabenwehrwache ist nicht mehr so, wie ich sie einst kannte. Mit ihren einstigen Mauern ist sie nur noch ein Schatten ruhmreicherer Zeiten. Wenn Lord Rabenkrone zurückgekehrt ist, dann werden ihn sicher seine früheren Offiziere begleiten. Kester Weitsucher, der Hauptmann der Wache. Drehland Schildbrecher, ein Streitkolbenmeister ohnegleichen. Stalis Starkbogen, die Pfeile mit verbundenen Augen spalten konnte. Wenn wir in den Turm selbst eindringen wollen, müssen sie zuvor eliminiert werden. Ishnuala. Ja. Okay. Dann ja, das Zeichen. Los. Das Zeichen kennen wir auf jeden Fall. Das ist das Rabenkronenzeichen, was Maiv da immer auf ihrem immer getragen hat, oder was? Ja, wir haben Gefängniszellen zu überprüfen. Irgendwas hören wir doch da unten ja. Schon, ne? Ich fühle mich gespoilt. Aber hier gibt es ja vorne irgendwie eine Theresia. Lass mal gleich mal gucken, ob die da ist. Hier ist irgendwas. Hier, das ist ein. Da können wir was lesen. Oh. Wer seid ihr? Bleibt zurück! Ich werde die Königin bis zum letzten Atemzug verteidigen. Königin. Die hält wieder Monster viel aus. Also das verblüfft mich immer wieder. Ich weiß nicht, ich weiß auf jeden Fall, dass es hier so ein Gegner-Skalieren gibt. Das heißt, dass die Gegner abhängig davon, wie die Spieler in der Nähe sind, immer stärker werden. Also vor allem mehr Leben bekommen, sag ich mal. Weil unbedingt schwieriger werden sie ja nicht. Das merkt man ja auch richtig. Und tja, die Reichweite, die dabei einbezogen wird, scheint ein bisschen größer zu sein. Lord Rabenkrone hat mich zu Königin Asharas Leibwache benannt. Ashara hat ihre Geheimnisse. Man, er steht direkt davor, weißt du? Gut gehütet, als ich die Dämonen mit eigenen Augen erblickte, war es bereits zu spät. Die Machtgier der Königin hat uns verdammt. Hat uns alle verdammt. Etwas hat mich zurück an diesen Ort gezogen und einen Moment lang hielt ich euch für den Feind. Seid vorsichtig, Heldin. Dieser Ort stinkt geradezu nach rastlosen Geistern. So, dann gehen wir mal weg, dann skaliert er auch wieder zurück. Ja. Bonusziel, die Rabenwehr. Hier gibt es irgendwie schon einen, den wir brauchen. Ich decke euch den Rücken. Dankeschön. Dein Leben dient einzig dem Untergang der Dankeschön, um den Rücken zu... Hier gibt es, glaube ich, irgendwie mehrere. Das sind doch schon zwei Stalys Starkbogen. Ja. Was ist das? Klapprige Ballista. Aber mal zuerst. Diese Dämonen halten uns für leichte Beute. Wer redet da? Heute lernen sie, dass die Kaldorei von niemandem auf die Knie fallen. Ah, das ist doch schon Rabenkrone irgendwie. Leutnant Sternauge gebietet. Tod allen Eindringlingen. Die Illidari sind unaufhaltbar. Genau. Vergib mir, Lord Rabenkrone. Ich habe euch enttäuscht. War hier noch irgendwas? Hier ist irgendwas. Waffen. Ach, die sollen wir einfach kaputt machen. Und die Ballista auch, oder wie? Wahrscheinlich. Ach, hier ist doch Trelan, Ach, hier kannst du so schießen? Okay. Dann machen wir erst diesen Trelan und Schildbrecher hier. Hier. Freut sich der andere auch. Ich habe eure
eure Stärke unterschätzt. Was ist das hier, ein Buch? Foliante Kaldorei? Ey, die Ballista ist jetzt gerade weg. Ich habe sie auch gar nicht benutzt. Vielleicht jemand anderer? Ihr seid kein Feind. Trelan, Schildbrecher. Wenn ihr die Wächterin sucht, kommt ihr zu spät. Die Wächterin kommt ihr zu spät. Komm, wir gehen mal hier runter. Hier gibt es irgendwie noch mehr Sachen. Obwohl, hier oben ist irgendwie noch jemand anders. Hier war eben ein Stern, aber jetzt ist er weg. Komm mal, am besten irgendwie müssten wir mal... Was ist das hier eigentlich? Bewohner... Genießt diesen Moment. Es ist euer letzter. Komm mal zurück, Valyria, wenn du mich siehst. Lord Rabenkrone, ich habe euch treu gedient. Hier ist doch... Guck mal, hier, das sind diese Gefängniszellen. Bewohnerin von Bradenbach. Welch grausamer Tod. Aber keine Spur von Majev. Ja. So Majev. Nicht Majev. Wenn ihr die Wächterin sucht, kommt ihr zu spät. Ah, ich will das auch mal, die Ballista. Okay, dann nicht. Komm, wir gehen einfach direkt hier runter. Hier gibt's auf jeden Fall noch was. Komm runter. Lass das links liegen. Hier ist nämlich Grauschatten. Den schnappen wir uns jetzt. Reinspringen in Metamorphose. Da ist mehr. Ja, jetzt kann der ruhig kommen. Ah, jetzt wieder so ein Vieh gekommen. Auferstandene Silberkätzchen. Oh. Säblerkätzchen als Haustier. Guck mal, hier ein paar Seelen einsammeln. Ja, warte mal, könnte ich auch noch looten. Hier gibt es irgendwie einen Schatz, aber. Nee, der scheint nicht auf unserer Ebene zu sein. Okay, dann lass mal wieder rausgehen. Was fehlt uns denn jetzt eigentlich noch? Wir müssen noch Kester Weitsucher finden. Da ist Treder ein Schildbrecher. Wir können uns ja einfach mal hier umschauen. So Waffenständer kaputt machen. Hier vorne ist irgendwas. Ach, hier ist Kommandant Jarod Schattensang. Der wartet noch auf uns. Lass mal auf die Säbel gehen. Da vorne ist irgendwie so ein Rabe. Treder? Hatten wir schon, oder? Ja, uns fehlt Kester Weitsucher. Aber hier scheint irgendwas anderes zu sein. Vor allem Jarod wartet hier irgendwie schon. Ich glaube, das ist irgendwie der nächste Punkt. Wir müssen nochmal zurück, denke ich. Okay, Leute, wir haben den letzten gefunden. Kester Weitsucher, der ist da irgendwie hier oben. Da können wir uns auch mal in dem Gebäude ein bisschen umschauen. Das ist ziemlich groß eigentlich, das Gebäude. Wir haben die Mauern verstärkt, Dämon. Ihr werdet hier nicht lebend rauskommen. Ich steck euch den Rücken. Was, das ist so ein Diener? Ihr werdet in einer Zelle verrotten, wie die anderen. Ich muss die anderen warnen. Und hier liegt noch irgendwas. Wachturm. Ach, das ist der Wachturm. Auf Maivs Spur. Trotz unseres stundenlangen Verhörs leistet die Wächterin noch immer erbitterten Widerstand. Bezieht sich das vielleicht auf Majev? Ja, die Musik ist ja teilweise ziemlich cool, gell? Ja. Boah, jetzt müssen wir... Ich denke, wir müssen direkt mal auf die andere Seite gehen. Wir müssen erstmal Maiv Spur machen. Mitternachtsschmiede, ja? Das ist irgendwo da... Da waren wir ja noch nicht. Das ist jetzt da drüben irgendwie hier hoch. Wer ist denn das? Projektion von Senigos? Der Leutnant hat eure Hinrichtung befohlen. Ja, komm, mach die Platte. Wenn ihr die Wächterin sucht, kommt ihr zu spät. Ja, ja, wir sind ja doch erst am Start hier. Die Illegalen sind unaushaltbar.
Wie lang jetzt? Oder was? Mitternachtsschmiede. Gehen wir hier runter. Kehrt in eure Welt zurück. Meinst du, die Schmiede ist da unten oder was? Aber hier unten waren wir doch schon. Aber hier ist irgendwas. Wächterring und Gläfer. Achso, das ist die Schmiede, ja. Das ist ihre Waffe. Das ist Maievs Waffe. Sie war hier. Dann. Okay. Kommen wir zu ihm. Ja, ja, aber hier waren ich ja noch. Ich habe eure Stärke unterschätzt. Mich wundert das. Haben wir ja eigentlich alles. Guck mal, dreh dich rum. Können wir jetzt zu Jarrod gehen. Ich habe eure Stärke unterschätzt. Diese Dämonen halten uns für leichte Beute. Heute lernen sie, dass die Kaldorei von niemandem auf die Knie fallen. So, sein Spruch wieder mal auf Maivs Spur. Gute Arbeit. Zweifellos haben sie Maiv bereits in die Kerkerzellen unterhalb des Turms gebracht. Was gibt's hier? Das brauche ich nicht. Das ist auch nix. Ja. Gute Reise. Die Rabenwehrwache. Ich danke euch. Mögen ihre Geister in Frieden ruhen. Ich nur Allah. Kerker der Rabenwehr. Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um sie im letzten Moment noch zu verlieren. Maiv muss sich in den Kerkerzellen unterhalb der Rabenwehr befinden. Ich habe mich da oben umgesehen. Der Kerkereingang wird von einem furchterregenden Kerkermeister bewacht. Ich werde mich vorbeischleichen und die Wachen im Inneren ausschalten. Besiegt ihr Araxas, nehmt ihm die Schlüssel ab und trefft mich dann drinnen. Dient immer treu, mein Freund. Folgt mir hinauf zum Festungswall. Okay. Kommst du? Ja, bin da. Oder? Ja, wir haben da noch so andere NPCs gesehen, also so Gegner mit einem bestimmten Namen, aber keine Ahnung, was für eine Quest das sein soll, oder? Weil die ja. Mal gucken, ob wir die noch kriegen. Ich schalte die Wachen im Kerker aus. Besorgt die Schlüssel und trefft mich bei den Zellen. Ja, ja. Der läuft schon mal vor. Der läuft schon mal vor, ist klar, gell? Ja. Oh, ich glaube, die können wir nicht angreifen. Fuck. Komm, wir gucken halt mal, ob da irgendwas da hinten ist. Weil wenn es irgendwelche Quests gibt, dann sieht man das nur, wenn man... Ach, hier gibt es einen Schatz. Boah, also... Sammeln wir das ganze Zeug ein. Naja, hier ist so eine klappige Ballista. Ich habe euch treu gedient. Ja, ja, die erzählen alles von Lord Kramkrone. Aber sind die ja fast fertig, oder, mit diesen Dings? Ja. Okay. Verdammt riesige Festung. Also, Gefängnisschlüssel von einem Araxas besorgen. Ich gewähre euch einen schnellen Tod. Was ist das hier? Phantomoffizier? Hier greift, komm mal her. Komm, wir machen den mal platt, diesen Phantomoffizier. Gucken, ob da was kommt. Ich bin an eurer Seite. Na? Nö, eigentlich nichts. Hier ist irgendwie noch so ein anderer Eingang. Okay, dann komm mal weiter mit. Wo warst du denn hier die ganze Zeit? Hier. Hier bin ich. Ja, ja. Da hinten ist so eine Ballista. Sollen wir hier rüber gehen? Ach, jetzt kann ich's erkennen, wo es sein soll. Ich denke mal, hier ist nichts, aber ich guck trotzdem nochmal. Nö, nicht. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Verstandener Soldat. Euresgleichen ist hier nicht. Oh nee, der will was. Was? Lord Rabenkrone, ich habe euch treu gedient. Okay, Bonusziel haben wir jetzt auch. Und hier ist dieser Araxas. Und wartet der eine Moonkin hier auf uns, bevor er den macht? Noch ein Gefangener.
dort zu meinen Zellen. Ich werde aus euren Haber und Willen brechen müssen. Meister, ich habe versagt. Noch mal geil, dass es Geistersicht an. Hier soll irgendwo ein Schatz sein. Ah, der scheint eine nicht auf dieser Ebene zu sein. Okay, dann gehen wir weiter rein. Düsterfersch. Ist das hier der Gefängnisbereich? Hui, ich glatt jetzt runter. Unser Volk braucht unseren Schutz. Ah, hier unten ist die Christe. Lass diesen Ort für den Tag verfluchen, oh Mann, nachdem sie in unsere Welt eingefallen sind. Oh, die ist unter Wasser. Was ist das denn hier? Ich hätte nicht runtersegeln sollen. Jetzt konnte ich gar nicht die Treppen nehmen, richtig. Der konnte nicht mal auf die Treppen fliegen. Das war nicht so eine tolle Idee. Ich fand's witzig. Arduin. Fürst Illidan kennt den Weg. Seelenklinge. Wurde offensichtlich gefangen gehalten. Sein Gesicht ist totenbleich. Ich brach aus und floh. Ich hätte es fast geschafft. Bitte, rettet die anderen Illidari. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Und Ehre. Ja, habt ihr die Schlüssel? Gut, mit diesen Schlüsseln sollten wir alle Kerkerzellen aufsperren können. Gute Reise. Maiv, Bruderliebe, Maiv muss irgendwo in diesem Kerker sein. Auf dem Weg hierher fand ich ihre abgestreifte Rüstung. Ich hörte, ihr kennt sie bereits und ich hoffe, dass dies kein Problem darstellen wird. Wir sollten uns aufteilen, um die Zellen schneller abzusuchen. Wir müssen sie finden. Sucht Maiv Schattensang im Kerker der Raben. Nur Allah. Okay, Valyria macht es ja irgendwie tierisch Spaß, mir hochzulaufen die Treppen und sich dann hier runtergleiten zu lassen. Und jetzt schwebt sie wieder mitten in der Luft, oder? Ja. Du hast auch keine Ahnung, wie du das hinkriegst, aber... Ja, irgendwie, wenn ich an der Wand entlang... Ja, dann, gut, dann komm mal runter, dann machen wir weiter. Mit Arduin Seelenklinge, der hier am Boden liegt. Azeroth darf nicht fallen. Ich gewähre euch einen schnellen Tod. Freiheit für die Illidari. Arduin Seelenklinge blutet aus mehreren grässlichen Wunden. Offensichtlich ist er hier zum Sterben zurückgelassen worden. Im Gefängnis sind noch drei unserer Kameraden. Wir sind auf unserer Patrouille hier in einen Hinterhalt geraten. Für mich besteht keine Hoffnung mehr. Aber bitte, ihr könnt die anderen immer noch retten. Befreit Sirus, Schwarzschwinge, Kasel Nachtdorn und Ascher Rahmruf. Also das mit Ascher Rahmruf hat mich auf jeden Fall gewundert und Valyria fand das mit Sirus Schwarzschwinge so lustig, oder was? Ja, der klingt so ein bisschen Einschmann, Harry Potter, Sirus Black, also Sirus Schwarz. Ja, ich denke mal auch, dass das auf jeden Fall eine Referenz dazu ist. Dann fangen wir damit an. Das muss ich am besten immer sagen, weil dann triggert ja was und dann weiß Valyria nicht Bescheid. Dann geht's weiter. Ich werde den Gefangenen hier in seinen letzten Momenten beistehen. Geht vor und sucht Maiev. Ja, geht vor und sucht Maiev. Und Valyria meinte auch, ich soll es lieber so aussprechen, wie die es aussprechen. Ah ja, Warcraft 3 ist jetzt schon verdammt lange her und ich habe Maiev gelesen. Für mich klingt das irgendwie auch cool. Hier ist doch schon Sirus Schwarzschwinge, da haben wir doch den... Passt auch. Der war auch ein Gefangener. Der war auch ein Gefangener und jetzt zockt er hier auch und der starrt hier die Wand an. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Mensch, Meier, dass die immer alles opfern. Sirus Schwarzschwinge ist totenbleich. Er zittert unkontrolliert. Sirius, alles in Ordnung mit euch? Mein Blut, es brennt die Teufelsmacht. Ich kann sie nicht beherrschen. Ah! Ich bin an eurer Seite. Die Dämonen kontrollieren die Rabenwehr. Ihr müsst sie stoppen. Wir müssen sie stoppen. Die Dämonen kontrollieren die Rabenwehr. Also hier geht's irgendwie die Treppen hoch. Wir bleiben erstmal auf diesem Level. Ne? Da drüben ist Maiv Schattensang. Gehen wir erstmal hier rein. Maiev, ja. Ascher Rabenruf. Das ist ja interessant, dass wir die hier finden. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Ihr seid das. Wir haben einen gefährlichen Schreckenslord verfolgt. Leider hat er uns geradewegs in eine Falle gelockt. Ihr seid frei, Ascher. Vertraut auf Fürst Illidans Plan.
Es tut mir leid zu hören, dass Arduin es nicht geschafft hat. Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Dämonen für seinen Tod büßen. Tja. Ich werde euer Blut von meiner Klinge wischen, wie das der anderen. Jetzt fehlt eigentlich nur ein Kasiel Nachtdorn, aber schauen wir mal. Majev Schattensang. Wow, die sieht ganz anders aus ohne ihre Rüstung, ne? Ja. Was habt ihr zu berichten? Bruderliebe, Maivs Gesicht ist blutunterlaufen, ihre Lippen sind aufgeplatzt und ihr Körper ist mit Narben übersät. Sie sieht mager und erschöpft aus, aber ihre Bewegungen sind immer noch kraftvoll. Wochenlang haben sie versucht, mich zu brechen, diese Amateure. Ich habe geschwiegen, die Minuten gezählt, ihre Schritte geschätzt und den Stimmen außerhalb meiner Zelle gelauscht. Ich habe auf meine Chance gewartet, um meinen Peinigern zu entkommen und mich zu rächen. Und jetzt bringt ihr mir meine Rüstung und mein Schwert. Jetzt ist es an euch, mich zu befreien, Dämonenjäger. Lasst uns die Legion zusammen vernichten. Ich werde euer Blut von meiner Klinge. Majev lächelt. Wie das der anderen. Ihr habt meine Rüstung und Glewe mitgebracht. Ich danke euch. In diesem Ort hätte ich keine Rettung erwartet. Wo ist mein Bruder? Ich decke euch den Rücken. Meine Treue zu Lord Rabenkrone ist ungebrochen. Mensch, Meier, der hat uns ja wirklich gestört hier, dieser Geisteroffizier von Rabenwehr. Maiv Schattensang in ihrer wohlbekannten Wächterrüstung. Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Leutnant des Turms, all eure Vermutungen waren korrekt. Gul'dan hat Lord Rabenkrone und seine geisterhafte Armee aus dem Grab erweckt. Jetzt dienen sie der Legion und bewachen die Geheimnisse des Turms. Während Rabenkrone von oben das Kommando führt, hat Leutnant Destel Sternauge die Aufsicht über den Kerker. Er hat mich die letzten Monde über gefoltert, aber ich blieb unbeugsam. Majev lässt einen Finger über ihre geschwungene Klinge gleiten. Sein Leben muss enden. Tötet Destel... Eure Pflichten rufen. Kleiner Bruder, ihr kommt wegen mir, obwohl ich versucht habe, euch zu töten. Das spielt keine Rolle. Ich habe gehört, was im Verlies der Wächterinnen vorgefallen ist. Als wäre mein Haar nicht schon grau genug. Warum habt ihr Gul'dan allein verfolgt? Elun sei Dank, dass ihr noch lebt. Ganz genau, Bruder. Wir haben größere Sorgen. Gehen wir. Sternauge muss sich jetzt verantworten. Okay, ich denke mal, wir müssen jetzt einfach die Treppen hochnehmen. Kasiel Nachtdorn sollten wir aber auf dem Weg noch finden irgendwo, ja? Ich denke mal. Ich glaube, der ist hier oben. Der sollte hier oben sein, ja. Ah, hier. Der ist... Hier geht's nicht weiter, aber der ist direkt vor uns. Also irgendwie sieht er nicht so gut aus. Nee. Der Leichnam von Kasiel Nachtdorn ist kaum zu erkennen. Er wurde gefoltert und er lag schließlich seinen Wunden. Ruht in Frieden. Tja, gefunden haben wir ihn. Leider hat's keinen Sinn. Leutnant Sternauge. Dieser Bastard befehligt die Wachen hier. Er muss für seine Verbrechen bezahlen. Lord Rabenkrones Streitmacht wird das Land von allen und unseren Feinden! Doch ihr werdet von meiner Hand. Ihr wagt es, einen Adligen der Kaldorei zu überhalten. Ihr werdet vergeblicher Gnade finden. Schmieden gehört ihr nie zu meinen stärken Sternauge. Das solltet ihr inzwischen wissen. Lord Rabenkrone hat mir diesen Posten zugeteilt. Ich werde nicht vor euch Dämonen weichen. Rabenkrone? Unmöglich. Und wir sind keine Dämonen. Erkennt ihr mich nicht? Es ist zwecklos, Bruder. Wie die anderen Untoten sieht auch er nur, was er sehen soll. Lord Rabenkrone ist unbezwingbar. Wir werden obsiegen. Eine Tragödie. Selbst im Tode wollte er nur unser Volk beschützen. Hier, dieser Kanal wird uns zurück ins Freie führen. Schnell, bevor unsere Feinde sich neu organisieren. Bevor unsere Feinde sich neu organisieren.
Auf der anderen Seite des Fallgatters seht ihr ein Netz von Tunneln, die zum Friedhof von Haus Rabenkrone führen. Verlasst den Düsterfersch. Okay, wo sind wir jetzt? Im Hinterausgang. Ascher Rabenruf ist hier draußen. Reden wir zuerst mit Ascher Rabenruf, Valyria. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Über den Verlust von Arduin, Kasiel und Sios trauen wir zusammen, Bruder. Aber ich verdanke euch mein Leben. Wieder einmal. Eins habe ich während meiner Zeit im Gefängnis gelernt. Die Dämonen in der Rabenwehr müssen sterben. Falls wir uns nicht wiedersehen, sterbt wohl. Was habt ihr zu berichten? Lord Sternauge entstammt einer adligen Familie, doch in Kriegsangelegenheiten konnte er es nie mit Rabenkrone oder meinem Bruder aufnehmen. Jetzt, wo er besiegt ist, können wir uns seinem Befehlshaber zuwenden. Das wird allerdings keine einfache Aufgabe. Wir müssen erst unsere Kraft sammeln, bevor wir uns Lord Rabenkrone selbst stellen. Abraxas Zeichen, was ist das? Erhöht den maximalen Jähzorn. Finde ich jetzt nicht so wichtig. Abzeichen Gul'dans. Kleve werfen. Oh, das ist... Das ist nicht Kleve werfen plus 5%. Das glaube ich nicht. Lord Rabenkrone kann nicht für Gul'dan arbeiten. Champion, kehrt vorerst zu euren anderen Aufgaben zurück. Wir werden Lord Rabenkrone schon bald entgegentreten. Aha. Was heißt das jetzt hier, Valyria? Dungeon? Ja, eine Quest. Hat es uns jetzt nicht gegeben. Okay, Leute, Valyria und ich haben mal nachgeguckt hier. Natürlich Maiv und Kommandant Jarod Schattensang. Das war nicht das Letzte, was wir von denen gesehen haben. Die Rabenwehr, das ist so ein Dungeon, der einfach hier runter geht. Können wir leider noch nicht machen, weil das ist ein Max-Level-Dungeon. Soldat. Maiv lebt, dafür werde ich euch ewig Dank schulden. Also das heißt, wir müssen uns hier noch ein bisschen geduldigen. Und deswegen sagen wir jetzt erstmal Ciao. Ich grüße euch. Ah, ne, so. Nochmal. Gehabt euch wohl. Bis sich unsere Pfade wieder kreuzen.